So. So ist besser. Aha, hier ist ein Aufzug. Sie müssen nicht mit mir zum Lagerhaus kommen. Teamwork ist offen gestanden nicht mein Ding. Das können Sie mit Ihren Vorgesetzten klären. Brandon hieß er, glaube ich. Sie können mir aus dem Schatten folgen. Ja, denn? So, wo ist jetzt hier der Drücker? Oder gibt's hier keinen? Oder was? Was ist das hier? Ach so, da oben. Nee. Hä? Ja, was ist denn hier? Bereit? Ich glaube, wir haben hier in ein Schlangennest gestochen. Wollen Sie reinkommen? Nicht im Leben. Ach so. Der Tal muss sterben. Töte sie. Denk nicht nach. Tu es. Gut. Machen wir. Sag mir, was ich getan habe, Lambert. Das Richtige. Harter Job. Aber er musste getan werden. Shinbet hat mit gezinkten Karten gespielt. Unbewaffnete Frauen töten kommt Terrorismus schon sehr... Halt den Mund, Fischer! Überlass uns die ethischen Fragen. Brandon, leg auf! Wir müssen sprechen. Wir müssen den Erreger jetzt so schnell wie möglich in die Hände bekommen. Es handelt sich um eine Fifth Freedom Situation. Alle Mittel sind erlaubt. Ich höre jetzt jeder. Auf dem Weg. Ist ja schön, dass hier alle Mittel erlaubt sind. Wenn ich meinen Munitionsvorrat schon wieder ansehe, wird mir schon wieder schlecht. Das ist halt auch so unrealistisch, dass man hier nicht einfach mal, ne? Waffe wechseln oder... Ich glaube, ich werde mal erstmal meine Pistole nehmen. So. Am wenigsten können wir jetzt rumballern. Ja, wenn wir Munition haben. So. Ist ja nicht. Nee, hörst du nicht. Ist ja nicht so ein Scheiß. Aha. Jetzt hier ein bisschen Action-Game-mäßig, wa? Auf jeden Fall haben sie mir verraten, wo ich hin muss. Aber ich wollte ganz gerne da hinten. Da hinten noch mal gucken. Ich hatte ja in der Munition hinterlegt oder so. Lobt zwar nicht. Huch. Nee, hat keiner. Schade. Alter Schwede. Kommen sie aber alle an hier, wa? Ich hab immer noch keine Munition. Fuck. Wo geht's denn hier hin? Da
haben wir denn hier? Ich speichere mal. Ist das hier ein Lager? Gibt es hier Feinde? Nö. Da gibt es auf jeden Fall ein Medikit. Und ich glaube, da liegt auch Munition. Oh, hier liegt alles voll. EMP-Granate, jawohl. Ja, jetzt mache ich die Ausstatten hier, wa? So. Das heißt natürlich auch, dass hier jede Menge Feinde kommen, wa? Ist auch klar. Aha, okay. Für Pistole gab's nix. So, noch Medi auftanken. So, jetzt noch. Halt. Wollte sagen, Pistolenmunition gibt's eigentlich auch immer noch. Nee, doch nicht. Wir haben wahrscheinlich die maximale Schusszahl jetzt. Ist hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. So. Was haben wir denn hier? Das sieht aber komisch aus hier. Musik darin. Bom, bom, bom. Wusch. Ach, guck mal hier. So, müssen wir gleich nochmal zurück. Dumm, bum, bum. Das hat er gesagt, bum, 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 wa? Die konnten irgendwie schon ein bisschen besser schießen, fand ich. So, vollstellen die Heilung. Danke. Und die Munition nochmal aufsammeln. Danke. So. Oh, da wollte ich gar nicht hin. So. Nachladen brauchen wir nicht. Jo, gehen wir erstmal gucken, was da drin so los ist, wa? Ob hier irgendwelche Sachen liegen da hinten. Mhm. Irgendwelche lustigen Sachen. Kann man hier irgendwas manipulieren, sprengen oder so? Sieht nicht danach aus. Halt. Halt, Objekt. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt heißt es rauszufinden, was drin ist. Soll ich es öffnen? Du könntest genauso gut russisch Roulette mit vollem Magazin spielen. Wo ist dein Sinn für Humor? Ein CIA-Laborant wartet bei Cohn. Er hört auf den Namen Bellagio Sampler. Bellagio Sampler? Du hast mich nach meinem Sinn für Humor gefragt. Alles weitere auf deinem Offset. Okay. Zur Abholzone begeben. Mhm. Na, guck mal da. Da sehe ich doch ihn stehen. Da drüben bewegt sich jetzt.
Hauptsache von hinten kommt keiner. Die Leichen weisen uns den Weg, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hier ist nochmal ein Fahrstuhl. Wird wahrscheinlich auch, oder? Nee, Moment. Ach so. Na gut. Okay, Fahrstuhl. Und mal gleich anlegen hier. Angriffe mit Todesfolge sind genehmigt. Ja, ist auch gut so. Oder dass der schweinehell ist. Verflucht, Fischer! Die Mission ist vorbei! Ach, die nicht? Okay. Jetzt muss man mir doch sagen, Mensch, dass ich die Polizisten nicht töten darf. Lass mal überlegen, wo wir hier waren. Ei. Das muss man mir doch sagen. Den Krempel wollen wir eigentlich gar nicht alles aufheben. Wollen wir eh nicht. Hoffe ich jetzt. Taser ist vielleicht nicht schlecht. So. Heilen. Und der näht ab hier. Speichern. Ja, mit dem Schnellspeichern, das muss ich mir noch ein bisschen angewöhnen. Bum, bum, bum. Na? Ja, dann komm ran. So, Licht aus. Natürlich. Jetzt heißt es herauszufinden, was drin ist. Soll ich es öffnen? Du könntest genauso gut russisch Roulette mit vollem Magazin spielen. Wo ist dein Sinn für Humor? Ein CIA-Laborant wartet bei Kron. Er hört auf den Namen Bellagio Sampler. Bellagio Sampler? Du hast mich nach meinem Sinn für Humor gefragt. Alles weitere auf deinem Offset. Jeder muss noch sein. War doch noch einer. Na egal. Was? Was? Mann am Boden? So. So, das hätten wir erstmal. Speichern. Mal hier gleich auf den Taser umschalten, wa? Haben wir auch bis eben. Scheiße. Haben wir denn nur eigentlich hier Pistolenmunition? Nee. Mist. Ich bin hier so im Hellen. Im Hellen? Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein.
Kommen sie aber alle ran, wa? Die Hunde, die. Ja, ist egal, das ist ja nicht weiter schlimm. Weiß ich Bescheid. Also ich muss gleich schießen, auf die Lampe und nach vorne gehen. Hey. Das kriegen wir ja hin, das ist ja kein Problem. So. Erste Lampe. Und nach vorne, so. Und von mir aus können wir die anderen auch noch ausschalten. So. Kommst du nicht gucken? Doch. So, Nummer 1. Die Frage ist natürlich, wo ich jetzt wieder hin muss, ne? Komm mal her hier. Dein Kumpel liegt hier rum. Also das ist schon bedeutend einfacher als in Teil 1. So. Das klingt alles nicht so gut. Wie sehen überhaupt die Lichtfalten so aus? Aha, aha. Komm mal her hier. Das war nicht so gut. Weil der andere mich gesehen hat. Okay. Naja. Vielleicht kann ich die rumgehen, aber ich habe immer nicht so gerne Wachen im Rücken, die dann der Meinung sind, da hinterher zu kommen. Einfach mal so, weil sie da Patrouille laufen. Kommt das nicht so gut. So. Wer ist da? Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Die Typen da hinten haben mich jetzt gesehen? Jetzt ist definitiv keiner mehr da. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Das hat doch eben noch geklappt. So in der Scheiß. Der soll mir keiner erzählen, dass das jetzt einer gesehen hat. Dann komm mal ran. Dann zeig dir, ob hier was ist oder nicht. Okay. Fischer, du wirst dafür bezahlt. Ja, ich habe gesehen, dass er da ans Funkgerät gegangen ist. Jetzt zum Ende wird es wieder ein bisschen lame, wa? Von der Mission. Nee. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Hm.
Fischer. Okay, das geht so nicht. Dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ja, ja, ja. Aber eben hat es noch neu geklappt. Das wundert mich ein bisschen. Okay, dann müssen wir... Scheiße, jetzt haben wir den Quicksave überschrieben. Der überschreibt sich immer. Ah! Und wir können die Waffe nicht mehr wechseln. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ja, 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 ja. Wie meinen das jetzt? Scheiße! Fuck! Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ist ja irgendwie arg unrealistisch, muss ich sagen. Zumal es ja eben noch geklappt hat. Das Einzige, was ich jetzt mal machen kann, ist an den Typen vorbeilatschen. Okay. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Tja. Schön. Das ist doch mein da. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Okay, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber da muss ich jetzt richtig schnell sein. Also, ich muss String drücken, Waffe wechseln und dann ziehen. Fischer, nee. Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Das ist ja blöd, dass das Quicksave überschrieben wird. Kannst du voll vergessen, wa? Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Alter, was meint denn da jetzt? Da muss ich die ganze Mission nochmal neu machen. Fuck, Alter.